In diesem Video sehen wir uns zwei Rabattoptionen gleichzeitig an. Wir gehen auf Rabatt und wir sehen uns die Option Endpreis und Preisnachlass an. Sollten eigentlich sprechend sein. Wir wissen, oder Sie wissen jetzt bestimmt, wenn Sie schon einige Rabattvideos gesehen haben, dass Sie generell zwischen allen Artikeln und den ausgewählten Artikel wählen können. Nun haben wir die Möglichkeit, einen Preisnachlass durchzuführen. In diesem Fall sagen wir einen Preisnachlass auf alle Artikel. Und zwar haben wir hier 33,99 €, wir ziehen 3,99 € ab. Wir klicken auf Übernehmen und nun haben wir einen Abzugsbetrag auf 33,99 €, so damit wir einen endgültigen Zahlbetrag von 30 € haben. Auch hier gilt wieder das Prinzip Aufteilung des Rabatt- oder des Abzugsbetrages auf die beinhalteten Mehrwertsteuersummen. Machen wir jetzt einfach mal. Wir fügen jetzt unseren Musterartikel 2 hinzu. Unser Musterartikel 2 hat keinen 19-prozentigen Mehrwertsteuersatz, sondern einen 7-prozentigen. Wenn wir nun sagen Rabatt, ich möchte einen Preisnachlass durchführen, und zwar ich sage jetzt mal 2,98 €, werden jetzt die 2,98 € nach der Gewichtung der verkauften Artikel, also der Mehrwertsteuersätze der verkauften Artikel, umgelegt. So, damit wir nun zwei Abzugsbeträge haben, einmal mit 19% und einmal mit 7%, die den anteiligen Verkaufssummen entsprechen. Und wir haben einen Gesamtabzugsbetrag von 2,10 € plus 88 sind 98 €, so damit wir einen Rest, also einen Zahlbetrag nun von 48 € haben. Wenn wir die Funktion Endpreis verwenden, ist im Prinzip genau das gleiche. Die Funktion Endpreis macht nichts anderes als einen Preisnachlass. Aber für diejenigen, die sagen, ich will jetzt nicht rumrechnen, also ich will jetzt nicht Preisnachlass verwenden, sondern die sagen, okay, ich will einen Endpreis, dann gibst du mir halt 48 € als Beispiel, wie jetzt gerade. Und dann kann ich sagen, okay, und es passiert genau das gleiche, was beim Abzugsbetrag passiert. Es werden 2,98 € abgezogen, ja, und da dementsprechend aufgeteilt auf die Verkaufssummen und die Berücksichtigung der Mehrwertsteuersätze der verkauften Artikel. Ja. So, das sind eigentlich schon die zwei Optionen, die Sie natürlich auch anwenden können auf einzelne Artikel. Sie könnten hier sagen, wenn Sie sagen, ich will auf den Musterartikel 3 einen Preisnachlass durchführen von 1,99 € zum Beispiel, und ich sage jetzt übernehmen, dann wird der Rabatt sofort bei dem Artikel eingetragen, also bei dem einen Artikel eingetragen. Wenn ich sage, bei Musterartikel 3 will ich jetzt einen Rabatt vergeben, bei dem letzten Musterartikel 2, Verzeihung, sage ich hier, den will ich haben, und da sage ich Endpreis. Und der Endpreis, der Einzelpreis ist ja 14,99 €. So, ich will jetzt nicht rechnen, ich sage, okay, kriegst du ihn für 12 €. So, dann sollte eigentlich nun 2,99 € als Rabatt eingetragen sein und wir haben hier anstatt 14,99 € jetzt 12 €. Und bei dem oberen anstatt 15,99 € 14 €. Ja, das ist es eigentlich schon. So können Sie die Funktionen, ich lösche mal den Rabatt hier. So können Sie die Funktionen Endpreis und Preisnachlass anwenden. Und wir haben hier einen kleinen Fallstrick eingebaut. Wenn Sie auf einen Artikel klicken, der natürlich einen roten Punkt hat, das heißt ein Angebot ist, da springen wir auch direkt hin. Wir sehen, dass unser Testartikel 1 jetzt die Angebotsklausel hat. Somit ist dieser Artikel natürlich nicht rabattierbar und wird von jeglicher Rabattierung ausgeschlossen. Ja, das war's schon mit Einzelpreis, mit den Rabatten Preisnachlass und Endpreis.